Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Vorstellungspressekonferenz unseres neuen Trainers. Letzte Woche haben wir schon unseren neuen Sportvorstand vorgestellt. Diese Woche ist unser Trainer dran. Ich darf als allererstes natürlich alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter hier vor Ort und digital, die uns zugeschaltet sind, ganz herzlich begrüßen. Dann natürlich auch einen guten Morgen, einen Servus an alle Clubfans, die uns eingeschaltet haben. Und natürlich ganz wichtig, die beiden Protagonisten hier zu meiner rechten Seite, einmal unser Sportvorstand Jotti Schatz-Alexiou und unser neuer Cheftrainer Miroslav Klose. Herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dir, Jotti. Du bist jetzt knapp 2 Wochen im Amt, hattest eine sehr intensive erste Zeit hier beim Club. Ja, und deine erste Aufgabe war es unter anderem, einen neuen Cheftrainer zu finden. Vielleicht kannst du uns zum Anfang mal ein paar Einblicke geben. Wie lief denn der Findungsprozess ab? Tatsächlich, hallo erstmal in die Runde. Ereignisreiche Tage auch für mich. Es war am Ende ja keine Überraschung. Ich hatte es letztes Mal in der Pressekonferenz gesagt, nachdem ich Fiello informiert hat, dass er andere Gedankengänge hat und zu Hertha BSC Berlin wechseln wollte, bin ich natürlich sofort auf die Suche gegangen. Ich hatte mir vorher Gedanken gemacht, welche Kandidaten auch für den Club und in unser Team hier in unseren Club passen können und hatte da eine engere Auswahl. Diese engere Auswahl habe ich dann intern besprochen, bin dann auch auf die Kollegen aus dem Aufsichtsrat, die für den Sport zuständig sind, zugegangen. Wir haben die unterschiedlichen Szenarien besprochen. Ich habe ihnen meinen Fahrplan vorgestellt und ja, ich hatte tolle Gespräche und natürlich auch mit Miro. Und ich kenne ihn als Spieler, als Trainer und schlussendlich sitzt er jetzt heute neben uns. Ist seine erste Trainerstation in Deutschland und von daher freue ich mich, dass ich einen unserer Weltmeister von 2014 an meiner Seite begrüßen darf. Was war denn für dich letztlich ausschlaggebend zu sagen, ich spreche Miro das Vertrauen aus, warum die Wahl auf ihn? Ja, weil ich den Miro jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Jahre kenne. Ich habe ihn als Spieler geschätzt, auch seine Menschlichkeit, seine Bodenständigkeit. Er war ein Leader, Kapitän vieler Mannschaften. Er war ein Vorbild für viele Fußballer in Deutschland. Und so habe ich ihn auch wahrgenommen. Und ich habe ihn auch wahrgenommen als Trainer in der Zeit, wo er bei uns im DFB auch tätig war, wo wir auch positionsspezifisch trainiert haben. Er mit den Stürmern gearbeitet hat und da habe ich einfach gesehen, welche Leidenschaft er mit reingebracht hat. So wie er als Spieler war, sehr besessen und da auch wirklich im Detail versucht hat, die Jungs zu entwickeln. Und das ist auch ein Teil unserer DNA. Und das habe ich ja auch letztes Mal gesagt, dass wir auch einen Trainer suchen, der junge Spieler entwickeln möchte, der mit jungen Spielern arbeiten möchte. Und das habe ich damals gespürt und ich weiß, dass er alle Dinge mitbringt, um wirklich auch national und international ein toller Trainer zu werden. Und darauf freue ich mich, dass wir gemeinsam dann auch im Team, mit dem Trainerteam, den Club erstmal in ruhige Fahrwasser bringen, aber dann auch Anlauf nehmen, um Größeres zu erreichen. Vielen Dank, Jotti. Dann kommen wir mal zu dir, Miro. Erstmal natürlich herzlich willkommen hier in Nürnberg, beziehungsweise ein standesgemäßes Servus. Servus, hier auch in dieser Runde hier und die, wo uns online zuschalten. Genau, auch an dich die Frage, der Jotti hat es gerade schon angesprochen, für dich ist es die erste Trainerstation in Deutschland. Warum hast du dich letztlich für den Club entschieden, warum der Weg hier nach Franken, nach Nürnberg? Ja, also ich glaube, wir haben von einer Woche uns getroffen und da muss man sagen, es hat sofort gepasst. Also war sehr positiv die Gespräche. Man, wir kennen uns ja schon länger und diese Werte, für die der Club hier steht und das hat mich sofort begeistert. Für viele Werte stehe ich auch selbst und persönlich ein. Und wie wir über die Mannschaft, über die Saison gesprochen haben und was wir verändern möchten und das waren so Dinge, das hat mich total positiv gestimmt und ich bin immer so ein Bauchmensch und ich habe da ein fantastisches Gefühl entwickeln und deswegen bin ich hier und freue mich riesig. Da freuen wir uns drauf und freuen uns jetzt genauso auf eure Fragen. Wer möchte loslegen? Es wird noch fleißig geschrieben und getippt. Uli Diekmeier von nn.de.
Eine kurze Nachfrage noch. Der Club will ja transparenter werden mit den Vertragslaufzeiten. Darf man fragen, wie lange der Vertrag läuft? Das darf man. Der Vertrag wird über 2 Jahre laufen. Wer möchte als nächstes? Wolfgang Lars, ebenfalls von nn.de. Auch eine Frage an den Sportvorstand. Warum jetzt diese Kurzfristigkeit auch der Vorstellung? Also wurde erst vor gut einer Stunde bekannt gegeben, dass die PK stattfindet. Ja, weil wir uns tatsächlich gestern am späten Nachmittag geeinigt haben. Und es ging relativ schnell. Und das ist auch das Positive dran. Und ich hatte es ja gesagt, wir wollen aktiv sein, schnell sein auf dem Platz. Und das will ich auch neben dem Platz. Und schlussendlich geht es dann darum, auch Zeichen zu setzen. Insofern, dass wir natürlich jetzt auch einiges vorhaben. Wir wollen Spieler verpflichten. Natürlich ist es für jeden Spieler auch interessant zu wissen, wer der kommende Trainer ist. Und da war es mir wichtig, jetzt den Kopf zu benennen. Und wenn wir uns einigen, da direkt auch Nägel mit Köpfen zu machen. Und deswegen wollten wir das relativ zeitnah machen. Und das gesamte Trainerteam, da bin ich noch ein bisschen am Bauen. Und da gibt es auch noch ein paar formelle Themen, die ich klären muss. Und das wollen wir dann auch bis hoffentlich Ende der Woche klären, sodass wir dann relativ zeitnah mit dem Team dann auch zusammenarbeiten können und uns auch auf die Vorbereitung entsprechend vorbereiten können. Wir haben nicht viel Zeit zu verlieren und deswegen haben wir gesagt, dass wir es dann direkt machen. Weitere Fragen? Nico Gilev von der Bild Nürnberg. Hallo, Herr Klose, herzlich willkommen in Nürnberg. Wie kam denn der Erstkontakt zustande? Wie war denn die Entwicklung jetzt in den letzten Tagen aus Ihrer Sicht? Ja. Also der Erstkontakt war ein Telefonat. Und Jotti hat mich gefragt, ob ich mir da sowas vorstellen habe. Dann habe ich gesagt, natürlich, aber es ist immer am besten, an einen Tisch zu kommen und darüber sprechen. Und ich glaube, es war ein 5-Stunden-Gespräch, sehr intensives Gespräch. Und das, was ich gerade gesagt habe, also das hat sofort gepasst. Also wir sehen viele Dinge gleich. Und ich musste nicht lange überlegen. Also ich war jetzt auch schon eine Zeit lang raus und zu Hause, und wer mich kennt, der weiß, dass zu Hause, wenn man so eine lange Karriere hatte, jetzt nicht unbedingt schön ist. Habe natürlich die Zeit auch genossen, mit meinen Kindern ein bisschen mehr Zeit verbracht, aber ich möchte arbeiten. Ja. Deswegen habe ich das alles auch gelernt und lange genug gelernt, und das ist das Schöne, dass wenn man Trainer ist, auch anderen das beibringen kann. Uli Dickmeier. Ja, auch von mir herzlich willkommen, Herr Klose. Wie haben Sie denn den Club in den letzten Jahren wahrgenommen, so von der Außenperspektive? Und für welche Art von Fußball stehen Sie denn? Es gibt ja gewisses Profil, das man hier erfüllen sollte. Ja. Ich denke, das ist deckungsgleich, sonst würden Sie jetzt nicht hier sitzen. Aber vielleicht kann man noch ein bisschen ins Detail gehen. Ja. Also es war immer unangenehm, sage ich mal, gegen Nürnberg zu spielen. Waren keine leichten Spiele. Letzter Zeit habe ich jetzt nicht intensiv nur auf Nürnberg geschaut, aber natürlich die zweite Liga verfolgt und da sehr viele Spiele geschaut und auch intensiv verfolgt, weil das auch mein Ziel und mein irgendwo Wunsch war, auch in die zweite Liga zu kommen. Spielphilosophie wird sich, glaube ich, jetzt nicht so viel ändern. Also habe natürlich auch die Spiele von Christian Fjell gesehen, und System ist recht gleich. Du kannst mit Ballbesitz natürlich anders spielen und kommt natürlich auch auf den Matchplan an, aber Philosophie ist Dynamik zu entfachen. Ja. Eine gewisse Ballbesitz, für das stehe ich ein, eine gewisse Dominanz, dass man auf dem Spielfeld haben muss, und das sind so meine Dinge, die ich auch hier sehen möchte bei meiner Mannschaft. Martin Funk von der Bild Nürnberg. Jetzt in Österreich, willkommen auch von meiner Seite, ja, gearbeitet. Woran hat es da gehapert, warum es da nicht geklappt hat? Man ist ja als junger Trainer, also die ersten Stationen spielen ja immer eine große Rolle, dass man irgendwie auf die richtige Schiene kommt. Sie haben es eben zuerst in Österreich da versucht. Ja, absolut. Ich bin davon überzeugt, dass auch alle Trainer, die bis jetzt tätig sind, sich in jeder Station dann natürlich auch verbessert haben und dementsprechend von jeder Station auch Schlüsse gezogen haben. Und das habe natürlich auch ich gemacht.
und war auch sehr intensiv mit mir im Gespräch. Und das ist immer so, ich bin kein Typ, der sagt, okay, es war der und der und der schuld, sondern man kann auch natürlich vieles anders und richtig machen. Und das habe ich in dem Fall dann auch gemacht. Und jetzt gilt es in der Station, viele Sachen besser zu machen. Aber für mich war es wichtig, dass ich da abgeschlossen habe, ja, und ich bin jetzt keiner, der irgendwie nachtrete. Das ist überhaupt nicht meine Art und deswegen belassen wir das dann auch. Jawohl, die junge Kollegin einmal vorne. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Wie würden Sie sich denn selbst als Trainertyp beschreiben? Sehr positiv, ja, sehr positiv, weil es gibt nichts Schöneres, wenn man vielleicht die Möglichkeit hat, und das ist mein absolutes Ziel, dem einen oder anderen Spieler, der hier ist, das vielleicht zu ermöglichen, noch ein paar Schritte weiter nach vorne zu machen und vielleicht noch eine Liga höher zu spielen und dann auch vielleicht Nationalspieler werden. Das steckt in jedem drin. Natürlich brauchst du den Spieler auch selbst dazu. Aber ich bin offen. Ich sage immer, wenn die Spieler da mitziehen wollen, haben sie nicht nur einen Arm, sondern auch beide Arme von mir auf deren ihren Schultern. Und ich unterstütze. Und das ist meine Art, wie ich coache, wie ich führe auch mit den Spielern. Kommunikation ist mir wichtig, Ehrlichkeit, Respekt. Das sind die Werte, für die ich einstehe und die ich auch von meinen Spielern auch verlange. Weitere Fragen? Martin Funk. Inwieweit können Sie denn noch auf die Kaderplanung Einfluss nehmen? Vieles ist ja schon vorbereitet worden mit Blick auf den alten Trainer. Haben Sie doch Möglichkeiten, die eine oder andere Position selber mitzugestalten nach Ihrer Philosophie? Bestimmt, ja. Also jeder weiß, 10 Spieler haben uns verlassen, wo die Verträge ausgelaufen sind. Vorne ist ein bisschen mager, da werden wir nachlegen müssen. Und das, was Jotti gesagt hat, dann ist es immer schöner, wenn du einen Trainer hast und es feststeht, wer Trainer ist und der vielleicht dann auch Stürmer war, dann ist es sicherlich von Vorteil. Ja, aber es ist auch dementsprechend ist auch wichtig für mich persönlich, dass wir eine Achse bekommen, auch in unserem Spiel. Ja, dass wir da ein Gerüst haben und junge, talentierte Spieler, die es hier gibt, auch mit dieser Akademie und dass wir die weiterhin fordern werden und die Möglichkeit bekommen, auch bei uns mitzutrainieren. Dafür stehe ich, dafür war ich lang genug in den U-Mannschaften unterwegs und habe eine U17 trainiert und das ist eigentlich meine Art zu coachen und mit den Jungs sie zu unterstützen, dass man vielleicht da weitere Schritte nach vorne macht. Dann gehen wir einmal rüber in die digitale Pressekonferenz zum Kollegen Klaus Bergmann von der Deutschen Presseagentur. Hallo Herr Klose, freue mich, Sie wieder zu sehen. Jetzt sind dann in einem anderen Rahmen. Sie haben jetzt erstmal einen Vertrag 2 Jahre. Welche Ziele setzen Sie sich? Fußball wird ja nur mal an Ergebnissen auch gemessen, an Tabellenplätzen. Was können Sie vielleicht in 2 Jahren beim Club bewirken? Und in Nürnberg ist ja nun durchaus die Erwartungshaltung immer sehr hoch. Und die Euphorie schnell da und aber auch, man leidet dort immer sehr schnell. Grüße, Herr Bergmann. Schön, Sie wiederzusehen. Natürlich. Das sind auch meine, Ziele, so schnell wie möglich erfolgreich zu sein. Aber das ist nicht einfach. Ich habe, wie gesagt, 2 Jahre unterschrieben und wir wollen hier einiges bewegen. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht zu hoch die Ziele stecken, sondern uns auf die Basis konzentrieren, auf diese Werte, was ich angesprochen habe, dass es wichtig ist, auch die Fans hinter uns zu bekommen. Ja, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir ein Team sind. Und uns versuchen, jeden Training verbessern zu wollen. Ja, das ist jetzt mal so ein bisschen grob das umschrieben, aber ich weiß ganz genau, was ich von der Mannschaft sehen möchte. Aber ich freue mich auf den ersten Tag und ich möchte das erstmal der Mannschaft kommunizieren, was ich mir vorstelle und das vielleicht jetzt nicht gleich in der Öffentlichkeit sagen möchte. Weitere Fragen? Jawohl, Wolfgang Glas nochmal.
Herr Klose, wissen Sie schon, wer Ihr Co-Trainer-Team wird oder wie das aussehen wird? Wird das Bestehende bleiben? Wird es Veränderungen geben? Ja, wir sind auch da in Gesprächen. Ich habe Jotti meinen Wunsch geäußert. Jetzt muss er sich natürlich an die Arbeit machen und auch die Bestehenden sind noch da, mit denen er auch schon gesprochen hat. Ich persönlich habe nicht die Möglichkeit gehabt, die Leute kennenzulernen, mit denen zu sprechen, aber das findet in den nächsten Tagen jetzt statt. Also vielleicht eine Ergänzung. Der Trainer ist wichtig, der Kopf ist wichtig, aber ich sage immer, das ist keine One-Man-Show. Am Ende brauchst du ein gutes Team und das wollen wir entsprechend auch aufbauen und auch gemeinsam dann die Absprachen treffen, welche Zuständigkeiten unsere Co-Trainer jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten dann in dem Trainerteam haben. Und da wollen wir jetzt relativ zeitnah dann auch die Dinge finalisieren, sodass wir das hoffentlich dann auch sehr bald kommunizieren können. Wer möchte noch? Nico Gelev. Haben Sie denn zu dem ein oder anderen Spieler aus dem aktuellen Kader schon mal einen näheren Bezug gehabt? Irgendwelche Berührungspunkte in der Vergangenheit? Oder ist das eher weniger der Fall? Nee, ich habe mir gestern Abend noch viele Sachen angeschaut, aber Berührungspunkte wüsste ich jetzt nicht, dass ich mit den Spielern hatte. Glaube ich nicht, nee. Sonst noch jemand mit einer Frage? Alle überlegen noch. Günter Koch. Servus, also wir sind sehr, also ich bin sehr überrascht und erfreut und herzlich willkommen. Vielen Dank. Stimme auch eine ganz direkte Frage. Wenn du dich jetzt persönlich beschreiben solltest als Typ, bist du ein eher abenteuerlustiger Typ, dass du diese Aufgabe hier übernimmst? Also ich mag Abenteuer. Das kann man so sagen. Aber im Leben, man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Und oft wird man dann auch positiv überrascht, ja, und oft auch andersrum, ja, aber ich bin voller Tatendrang und mit voller Euphorie gehe ich an die Arbeit ran und ich weiß persönlich, was ich als Trainer kann und das versuche ich auf den Platz zu bringen. Wer traut sich noch oder möchte keiner mehr? Doch, nochmal Nico Gelev. Sie haben ja schon angesprochen, dass die Sturmsituation aus Ihrem verhältnismäßig personell noch etwas dünn ist. Jetzt waren Sie Weltklasse-Stürmer. Hofft man denn da, ist man dann vielleicht da geneigt, in diesem Mannschaftsteil besonders streng zu sein, weil man ja da ganz besondere Erfahrungswerte hat und dementsprechend ja vielleicht auch die Spielerauswahl dann sich ein bisschen reduziert bei einer möglichen Verstärkung? Streng, wenn ich das jetzt rausgreifen darf, ich glaube, das ist eher so diese Direktheit. Ja, streng ist halt so ein bisschen, es geht um Stürmer und jeder Spieler ist anders. Das ist auf verschiedenen Positionen so und das ist auch schön am Fußball, weil du spielst gegen verschiedene Mannschaften und da ist der eine ist weiter hinten, der andere greift dich vorne an, also brauchst du immer Lösungen und es geht immer nur um Lösungen. Natürlich hat jeder was Spezielles und eine andere Qualität, ja, auf die ich mich auch freue. Aber genauso die Neuzugänge. Ja, da geht es jetzt intensiv in die Gespräche und dass wir alle da ein gutes Gefühl haben. Der muss hierher passen, der muss zu uns passen, der muss zu der Region passen. Ja, der muss was haben, wo sich die Fans damit identifizieren. Und die Werte habe ich angesprochen. Und das sind so Sachen, dass der menschlich auch passt. Das sind so Sachen, auf das wir achten, wie weit kann er sich noch entwickeln. Und da gilt es aber nicht nur für die Stürmerposition, sondern auch auf jeder Position. Ja. Also fordernd ist er definitiv. Streng, weil ich mich aber fordernd. Martin Funk nochmal. Jetzt waren Sie bekanntermaßen ein sehr ehrgeiziger Stürmer. Die Saisonziele beim 1. FC Nürnberg sind eher weniger ehrgeizig. Man will eine ruhige nächste Saison spielen. Sind Ihre persönlichen Saisonziele vielleicht ein bisschen höher? Nein. Nein, das wäre auch vermessen, das zu glauben.
Ich glaube, die ersten Schritte, die werden wichtig sein und ein gewisses Fundament aufbauen, gemeinsam mit der Mannschaft, uns dann auch punktuell dann auch verstärken. Die Achse habe ich angesprochen und da gilt es, eine Basis sich zu schaffen und auf der aufzubauen, um dann die nächsten Schritte zu gehen, weil jetzt wäre es vermessen, da irgendwelche Ziele auszusprechen und überhaupt vom Aufstieg zu sprechen. So, dann gehen wir nochmal rüber. Klaus Bergmann ist nochmal dran. Schatzi Alexio, jetzt hat Miroslav Klose noch nicht die große Trainerkarriere, die große Spielerkarriere hat er. Versprechen Sie sich doch eine gewisse Strahlkraft dieses Namens, wenn Sie jetzt an Spieler herangehen, insbesondere an jüngere Spieler, die Sie vielleicht vom Nürnberger Weg überzeugen wollen. Und noch einer an Miroslav Klose, der vielleicht künftige, ihre Nummer 1, ihre künftige, trainiert hier im Moment beim DFB mit. Werden Sie hier mal vorbeikommen? Werden Sie sich das anschauen, wie er sich da so in diesem Kreis doch recht prominenter Torhüter macht? Oder haben Sie da schon mit ihm gesprochen? Oder wie planen Sie mit ihm? Ja, dann beginne ich mit der ersten Frage. Also natürlich tut auch unserer Stadt, unserer Region diese Strahlkraft gut. Das ist keine Frage, die auch Miro als Spieler mitbringt. Ich habe es gesagt, ich glaube, dass er sehr, sehr viel, aber auch als Trainer mitbringt und nicht nur als Spieler. Und das ist, glaube ich, mit das Entscheidende. Man kann als Spieler viele Erfolge feiern. Als Trainer brauchst du halt nochmal andere Attribute, andere Themen, die dich dann auch wirklich zum Guten machen. Und das sind aber Sachen, die ich in der Vergangenheit bei ihm gesehen habe. Und so habe ich auch die Trainerteams in meiner letzten Station beim DFB immer wieder aufgebaut, dass ich um einen Trainer herum ein gutes Team gebaut habe, sodass jeder auch seine Qualitäten tatsächlich dann auch in den Vordergrund bringen kann und der Mannschaft auch helfen kann. Und das sehe ich bei Miro auch so, und ein bisschen Internationalität und eine gewisse Strahlkraft tut uns gut. Ich habe gesagt, ich möchte Dinge bewegen, ich möchte die Leute mitreißen, und da passt der Miro eigentlich wie die Faust aufs Auge. Anschlussfrage noch, Miro. Ja, zum Torwart, zum Jan. Ja. Gut, Jotti ist ja informiert worden darüber, und ich kann nur sagen, es ist für mich was ganz Besonderes. Ich war 13 Jahre Nationalspieler, und wenn man die Möglichkeit als junger Torwart hat, da mitzumachen und von einem Manuel Neuer zu lernen, den ich persönlich auch in Bayern hatte und auch als Mitspieler hatte, und das ist eine fantastische Katze, und wenn man an seiner Seite trainieren kann, das ist was Unglaubliches. Er hat ja hier im letzten Spiel, ich glaube, sein erstes Spiel gemacht, oder? Ja. Beim HSV. Und es ist was ganz Besonderes. Ja, also ich bin froh, dass er bei uns im Kader ist und ein junger Torwart. Und dann schauen wir mal, wie weit wir den nach vorne bringen können. Gibt es weitere Fragen? Nico Gehlef nochmal. Ich kann mir vorstellen, die nächsten Tage oder Wochen werden sehr arbeitsreich, sehr arbeitsintensiv. Haben Sie denn vor, hier auch sesshaft zu werden, wie der neue Sportvorstand? Werden Sie Ihre Familie hierher holen oder werden Sie pendeln? Wie sehen da Ihre Pläne aus? Auch ich werde mir eine Wohnung hier holen und die ganze Zeit hier sein. Meine Familie wird pendeln, oder ich fahre mal zurück. Das werden wir sehen, wie wir es machen, aber ich bin den ganzen Tag hier von morgens bis abends. Also es nützt nichts, nach Hause zu fahren. Also die Zeit habe ich gar nicht. Also muss ich ja wieder kurz Hallo sagen, dann kann ich wieder zurückfahren. Also. Jawohl, Jennifer Ries nochmal. Ich habe viel zu tun. Sie haben es gerade angesprochen, die Vorbereitungszeit ist jetzt sehr kurz. Wie gehen Sie die nächsten Tage jetzt an? Wir haben verschiedene Sitzungen, also auch mit der Scouting-Sitzung. Ich möchte den Vorstand auch kennenlernen, die Mitarbeiter, das machen wir auch heute. Das ist mir persönlich wichtig, ja, jeden Mal die Hand zu schütteln und in die Augen zu schauen. So tick ich, so lebe ich, und auf die freue ich mich, auf die Mitarbeiter. Und dann sind so viele Telefonate zu führen mit Kandidaten, mit Spielern, und das wird die nächsten Tage meine Arbeit sein. Möchte noch jemand
Ich schaue nochmal. Virtuell scheint das nicht der Fall zu sein. Hier vor Ort auch nicht. Nico überlegt noch. Ich gebe dir noch ein paar. Da kommt noch mal eine. Ja. Gut, dann Nico noch mal. An den Sportvorstand. Ja, Sie haben ja mit mehreren Kandidaten gesprochen. Wann kam Ihnen denn der Name Miroslav Klose in den Sinn? War das gleich eine Idee, die Sie verfolgt haben? Oder ist das ein Entscheidungsprozess gewesen? Manchmal spricht man ja auch mit Kandidaten und dann reift vielleicht ein Bild von jemand anders, der noch besser passen würde. Wie hat sich das da verhalten? Also alle Kandidaten hatte ich vorher im Kopf. Und das war mir dann auch bewusst, auf welche ich dann direkt zugehe und mit denen ich dann auch spreche. Also von daher war es von vornherein für mich klar. Ich war quasi vorbereitet auch darauf. Und ja. Und mit Miro haben wir tatsächlich, weil wir uns auch schon kennen und schätzen und ich auch weiß, wie er tickt und wie er auch Fußball spielen will, haben uns speziell mehr auch über den Club unterhalten. Also wir sind dann auch auf die Spieler, auf die Themen, auf die letzte Saison, auf gewisse Sachen einfach eingegangen. Und so hat sich eigentlich dieses Gespräch entwickelt, weil ich die anderen Themen, die Basics, die für mich wichtig waren, die Philosophie, wie man Fußball spielen will, wie man über Jugendspieler denkt, das war mir schon klar. Jawohl, Wolfgang Glas nochmal. Herr Klose, Sie sind ja bei einem großen Traditionsverein sozialisiert worden, haben da eine wahnsinnige Wucht auch erleben dürfen. Hat es Ihre Entscheidung auch mit beeinflusst, dass hier was Vergleichbares warten könnte in Nürnberg? Ja, sehr viel sogar zu meiner Entscheidung beigetragen. Also ich, wie schon angesprochen, ich habe es hier nicht immer geliebt, Fußball zu spielen, weil es wirklich hart war und man konnte nicht wirklich gut kommunizieren auf dem Platz, weil es wirklich so laut war, auch von den Nürnberger Fans. Und deswegen war es halt wirklich schön, auch immer hier zu spielen. Ja. Und auf das freue ich mich, auf diese Begeisterung, auf diese Unterstützung, auch auswärts. Und das ist das, wenn man von Traditionsverein spricht, gehören die Fans natürlich auch dazu. Und man weiß, wer hier zweimal deutscher Meister geworden ist, was für eine Legende hier gespielt hat, lange, und über die Werte haben wir gesprochen und was dieser Spieler Max Morlock bedeutet hat für die Fans, und da brauchen wir eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen. So, jetzt aber wirklich offensichtlich die letzte Frage gewesen. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für das kurzfristige Kommen hier heute zur Pressekonferenz. Wir haben jetzt im Anschluss noch die Möglichkeit für ein paar Fotos hier vorne mit den beiden. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, der nächste offizielle Termin ist dann der Trainingsauftakt am 24. Juni. Dann sehen wir auch Miroslav Klose mit der Mannschaft und dem Trainerteam auf dem Rasen. Da seid ihr alle natürlich herzlich eingeladen. Alle Infos dazu folgen dann im Laufe der nächsten Zeit. Und ansonsten eine schöne Restwoche und bis in 2,5 Wochen. 2 Wochen. Servus. Servus.